sind wir schon wieder. Herzlich willkommen zu Runde 2 des intergalaktischen Rap-Battles StarCraft Edition. Runde 1 war schon recht stark, der Terraner, und ich darf Ihnen heute den ersten Herausforderer präsentieren. Es sind Wesen von bizarrer Form. Manche würden sie als grotesk bezeichnen, andere vielleicht als anmutig. Meine Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen die Zerg. Und damit beginnt auch Runde 2 unseres Turniers. Ich wünsche Ihnen allen viel Spaß mit den Zerg. Bitteschön! Dich und spricht unser Overmind in jedem unserer Kinder, weil ohne den Schwarm ihr ganzes Leben keinen Sinn hat. Wir kämpfen wild und gnadenlos, das fördern wir eben mit Mörderzähnen, Klauen, Krallen oder Körpersekreten. Vertreten das Leben, die Billinge, sie opfern es auch. Dafür haben alle deine Leute jetzt ein Loch in ihrem Bauch. Unsere Truppen starben ehrenvoll, haben eure zerfetzt. Der Rest wird von dem Splash-Damage und der Säure zersetzt. Ihr seid die Leute ab jetzt vor unsere Zergling-Meute. Sie klopfen an eure Basis, ihr fragt euch, wer stirbt heute? Ich schreie wilder Mutalisten, lassen Panik entstehen. Erst sind sie da, dann sind sie weg und ihr habt gar nichts gesehen. Wir finden Schaden so schön, wir können Magazine verfeuern. Doch graben sie sich ein im Boden, können sie sich erneuern. Und greift ihr uns an, könnt ihr eure Truppen live leiden sehen. Denn vom Weiten seht ihr da schon unsere Fleischpeitschen stehen. Dürfen Larven krabbeln über feuchten Kriecherschleim. Overlords laden Mitglieder der Familie ein. Du bist nervös, weil einer dieser Biester über dir schwebt. Pass auf, wo du stehst, weil der Nidus-Wurm dreht. Direkt in deine Basis, die Bunker helfen gar nichts. Die Avatar zerstreut, brechen aus in heller Panik. Dass wir so viele sind, das hast du gar nicht geglaubt. Ganze Horden brüten doch schon unsere Schwarm. Wird er aus, zieht die Panik herauf. Deine Leiche wird vom Kriecher eingeweicht. Und in einem Overlord bewahren wir sie auf. Wir sind eine Stufe weiter in der Evolution. Wir brauchen nur zu spucken, ihr braucht immer neue Kanonen. Eure Schutzlosen haben wir gleich mal erkannt. Ziehen sie direkt mal mit der Viper heran. Du glaubst mit Vikings oder Void Race und zu überlisten. Aus den Eiern schlüpfen Dutzende von Neutralisten. Unsere Stärke ist Zusammenhalt und auch die große Fülle. Und am Ende legt sich Kriecher über deine tote Rille. Ja, und ihr seid dabei, genau wie Prophezeit. Genau wie Prophezeit. StarCraft 2. Egal ob Bronze, Silber, Platin oder Diamant. Ja, ja. Und ihr seid dabei, wenn Galaxien sich vereint. Spielen wir StarCraft 2. In die Liga brennen, Freunde, GLHF. Ja. Das war nicht schlecht von unseren kreischenden, schleimenden, fleischpeitschen Freunden. Meine Damen und Herren, Runde 2 der Zerg. Das war etwas für die Sinne und dürfte sicherlich den Gegnern Respekt eingeflößt haben. Ich habe mich gefreut, dass sie wieder dabei waren und dass sie auch Runde 2 genießen konnten. Ich präsentiere Ihnen schon bald die letzte Runde und den letzten Herausforderer. Sie dürfen gespannt sein. Bis dahin verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal. Nilo. Peace out.